wird viel passieren. Ich dachte, der Kredit wäre mit der Wohnung abgesichert. Naja, nicht zu 100%. Und wenn ich die 25.000 Euro, die ich noch von meinem Erbe übrig habe, als Sicherheit anbiete? Professor Joachim Gerster, der Mann, bei dem Sie gerade Ihr Examen abgelegt haben. Was meinen Sie, was der für Augen macht, wenn Sie ihm von Ihrem kometenhaften Aufstieg hier erzählen? Er will dir die Pension abluchsen und ein Wellnesshotel draus machen. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir werden Kerstin Döppers helfen, ein Basta. Kerstin, nein! Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Sie haben sich da überhaupt nicht einzumischen, Herr Garcia. Frau Töppers, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Auf bald. Das glaube ich Ihnen. Kannst du mir mal sagen, was dein Auftritt zu bedeuten hat? Ich glaube, Fechner hat dich gerade reingelegt. Darf ich den Vertrag mal sehen? Was? Nein, das kann überhaupt nicht sein. Lies doch selber. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich das Wohnrecht behalte und als Geschäftsführerin angestellt. Ja, hier steht zwar, das Wohnrecht in der bestehenden Pension sowie die Stelle als Geschäftsführerin. Das hat juristisch überhaupt keine Bedeutung. Das liest sich nur gut. Das heißt, was da steht, hat nur Bedeutung, solange es die Pension auch wirklich gibt. Ja. Und? Fechner will aus der Pension ein Wellness-Hotel für Susi machen. Das war's dann mit der Pension. Super, Charlie. Ich freue mich. Marlon kommt gerade. Ich mach Schluss, ja? Ich dich auch. Tschüss. Hey. Super, dass du reinschaust. Ich wollte mich noch mal bei dir bedanken. So einen Job als Visagistin kannst du ruhig öfter rüberwachsen lassen. Stell dich gut mit deiner Chefredakteurin. Ach Gott, das kannst du vergessen. Vielleicht ist es in Zukunft sogar besser, du kennst mich überhaupt nicht. Was ist passiert? Ich soll mit meiner Chefin zu einem Empfang in der Philharmonie. Die Verleihung des Pressepreises. Das ist doch super. Soll ich dir schnell die Haare schneiden? Nichts ist super. Professor Gerster wird auch da sein. Muss ich den kennen? Hat er einen Nobelpreis? Das ist der Professor, den ich auf meinem gefälschten Journalistendiplom angegeben habe. Bei ihm habe ich meine erstklassige Prüfung abgelegt. Oha. Ich flieg sowas von auf. Amelie wird mich verachten. Sie wird mich verlassen. Ich habe zugelassen, dass sie als Sicherheit bei der Bank ihr Erbe angibt für unseren Wohnungskauf. Verstehst du? Sie hat mir vertraut. Ich verliere meinen Job. Ich krieg nie wieder ein Bein auf den Boden. In der ganzen Branche bin ich durch. Und dann platzt mein Kredit und ich krieg eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Und das alles nur, weil meine Chefin mit mir auf eine Preisverleihung gehen will? Das wird der Empfang meines Lebens. Es war definitiv keine gute Idee, das Diplom zu fälschen. Und wenn du krank machst und gar nicht hingehst? Das kannst du vergessen. Die Hüsken kennt den Professor gut und die werden sich garantiert über mein Super-Examen unterhalten. Und dann ist alles aus. Hier, trink erstmal einen Schluck. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Marie erklären soll. Wie konnte ich nur so blöd sein? Du kannst nicht dafür. Fechner ist so ein Typ, der arbeitet mit allen Tricks. Ich, Idiot, hab dir auch noch geraten, auf sein Angebot einzugehen. Ach, du kannst nichts dafür. Ich hatte Angst vor der Zwangsvollstreckung. Deshalb habe ich mich auf Fechners Angebot eingelassen. Und weil er so einen Zeitdruck gemacht hat, habe ich das nicht mal von einem Anwalt prüfen lassen. Und wenn du jetzt zum Anwalt gehst, vielleicht kann er dich aus dem Vertrag rausklagen. Ich habe wegen Harry schon genug mit Anwälten am Hals. Wie soll ich denn das alles bezahlen? Warum machst du dir denn überhaupt so viel Gedanken wegen meiner Probleme? Wenn du vielleicht doch mal zum Anwalt gehst und ihm alles erklärst. Ich meine, du stehst doch nicht allein da. Die Koop wird dir helfen. Ja, das haben sie mir gesagt. Die haben alle einen dicken Hals auf Fechner wegen der Umbauarbeiten in der Galerie. Da hat er auch alle reingelegt. Es ist ein schönes Gefühl, Freunde zu haben. Wirklich. Aber ich will euch da nicht mit reinziehen. Okay, wenn du uns brauchst, dann möchte ich. Innerhalb der nächsten Stunde will ich die Anzeigenbuchungen hier auf meinem Schreibtisch liegen haben.
Und vergessen Sie auf gar keinen Fall, das Kleid aus der Reinigung abholen zu lassen. Natürlich, mache ich. Und frischer Kaffee wäre auch ganz schön. Marlon, was führt Sie zu mir? Sie glauben nicht, welcher weltberühmte Modedesigner jetzt doch noch zur Modemesse nach Köln gekommen ist. Nein. Doch, Emilio Holl. Und welche Zeitung bekommt ein Exklusivinterview? Sie überraschen mich immer wieder. Aber bitte gewöhnen Sie sich ab, mir Fragen zu stellen, deren Antworten Sie schon kennen. Entschuldigung. Das Interview hat nur einen kleinen Haken. Es müsste zeitgleich mit der Preisverleihung stattfinden. Nichts zu machen? Also ich persönlich glaube ja, dieser eitle Schnösel Holl wird besser von einer Frau interviewt. Wenn's gut läuft, plaudert er noch die ein oder anderen pikanten Details aus der Welt der High Society aus. Für seine Indiskretion ist er berüchtigt. Sie werden das sicher gerne selbst übernehmen. Ich schaffe den Artikel über die Preisverleihung auch alleine. Danke. Und holen Sie mir bitte Katrin an die Strippe. Sie muss morgen noch ein Exklusivinterview mit Emilio Holl machen. Natürlich. Aber in die Preisverleihung komme ich nicht rum. Sie müssen morgen also nicht auf meine Gesellschaft verzichten. Ach Gott, eigentlich muss ich auch noch dringend zum Friseur, aber der hat natürlich Urlaub, wenn man ihn braucht. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch schaffen soll. Ja? Missing the train every morning at 8:52. Sipping coffee from the same. Na, was ist? Sag schon. Es ist vollbracht. Deinem Wellnesshotel im Marienhof steht nichts mehr im Wege. Thorsten, Liebelein, dass du das für mich gemacht hast. Aber Susilein, ich lieb dich doch. Du willst feiern? Ja, sicher, dat. Also, wenn das kein Anlass ist, dann weiß ich es auch nicht, Thorsten. Kerstins Pension ist einfach ideal für meine Pläne. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Deswegen habe ich auch so schnell gehandelt, bevor du mir wieder nach Bremen entschwindest. Oh, Thorsten, mach die mal auf. Und was ein Glück, dass die Kerstin gerade jetzt ihre Pension loswerden wollte. Ach, sie will nach Detmold ziehen, weil ihr Mann da im Gefängnis sitzt. Oh Gott, was ein Schicksal, mit so einem Typen geschlagen zu sein. Da bist du mit mir besser dran, oder? Also dann. Oh. Auf dich und dein Hotel. Um deinen Kopf zu retten, soll ich mir meinen abreißen lassen? Nettie, dir passiert doch nichts. Hast du eine Ahnung? So eine Aktion ist total geschäftsschädigend. Susi zerlegt mich in Einzelteile. Und ich bin nicht verloren. Marlon, bei aller Freundschaft, die Nummer ist mir ein Ticken zu heftig. Nettie, du warst meine letzte Rettung. Was soll ich denn jetzt machen? Lass dir was anderes einfallen. Ja, was denn? Ich hab doch schon alles versucht. Nettie, warte mal. Komm, lass uns hochgehen und ich koche uns was Schönes. Hm? Keine Bestechungsversuche. Ich will noch mal zu Kerstin. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich so lange nicht mehr da war. Okay, bis dann. Bis dann. Fechner hat die Ladenbesitzer in der Galerie ganz schön über den Tisch gezogen. Die sind stinksauer auf ihn. Ja, bei diesem Baulärm geht doch jetzt auch keiner mehr dort einkaufen. Hallo. Hey, wie war dein Tag? Ganz okay, ein bisschen stressig. Wir haben noch gar nicht auf den geplanten Wohnungskauf von euch angestoßen. Ich finde das übrigens sehr gut, wie du das angehst. Nicht lange drum rumreden, Entscheidungen treffen und durchziehen. Mein Respekt. Das sind ja auch ziemliche Verbindlichkeiten, die ihr mit dem Kauf eingeht. Ein Glück läuft's bei dir beruflich gerade so gut. Das wird schon alles, oder? Auf jeden Fall, klar. Danke. Es hat übrigens alles geklappt. Dein Anzug hängt frisch gereinigt drüben. Ruft er mich heute Morgen an und sagt, ich soll seinen Anzug in die Reinigung bringen. Der Herr geht morgen auf einen Empfang in die Philharmonie.
Ja, auf deinen Erfolg. So, jetzt macht mal halblang. Es ist nämlich nur ein Job und ich gehe da als Reporter hin. Und das ist wirklich, ich stehe ganz unten auf der Leiter. Jetzt untertreib doch mal nicht. Was ist das für ein Empfang? Und wieso habe ich eigentlich keine Einladung? Du, das ist nur so eine Pressepreisverleihung. Meine Chefin will unbedingt, dass ich darüber einen Artikel schreibe. Nichts Besonderes. Das hört sich doch sehr gut an. Ja, das finde ich auch. Und bei den vielen Leuten, die da sind, vielleicht ist ja einer deiner Professoren dabei. Dann kannst du vor deiner Chefin mit deinen Kontakten glänzen. Networking ist in allen Bereichen sehr wichtig. Ich kriege irgendwie nichts runter. Ich weiß auch nicht, mir brummt der Schädel. Wenn Susi doch nicht mit sich reden lässt. Susi ist ganz anders drauf als Fechner. Total mitfühlend und hilfsbereit. Ja, manchmal ein bisschen anstrengend, aber sie ist durch und durch eine ehrliche Haut. Meinst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Susi Fechners linke Nummer gut findet. Immerhin sind die beiden zusammen. Versteh einer die Liebe. Aber Susi glaubt, dass du nach Detmold ziehen willst. Das hat mir Toni gesagt. Ja, versuch's doch wenigstens einmal. Wenn Susi weiß, wie die Sache wirklich abgelaufen ist, dann tritt sie vielleicht vom Kauf zurück. Wahrscheinlich hast du recht. Ich sollte es wenigstens versuchen. Eben. Sonst gibst du doch auch nicht so schnell auf. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Gerade jetzt darfst du nicht schlapp machen, Kerstin. Es geht um deine Existenz. Doch hoffentlich nicht auf mich. Doch. Nettie, dein Wechselgeld. Blumen? Soweit ich weiß, ist die Frau hier. Und du bist es auch? Ja, sie hat mir umsonst die Haare geschnitten. Oh, wenn das so weitergeht, dreh ich durch. Was habe ich gestern Abend gesagt? Keine Bestechungsversuche. Nettie, bitte. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Wenn du mir nicht hilfst. Marlon, dann... das ist irre. Hast du mal drüber nachgedacht, was für Folgen das für mich haben könnte? Nein, es ist mir zu riskant. Bitte, 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 Nettie, ich bin ein Sklave. Ich übernehme den Abwasch für ein Jahr lang. Holst du mir nachts um 3 Pfirsicheis von der Tanke? Ich schlag dir sogar die Sahne dazu. Und sonntags machst du mir Bauernfrühstück? Mit Eiern von glücklichen Hühnern, frischen Kräutern und Pinienkernen. Und ich darf in der WG Pferde- und Katzenposter aufhängen. Wo ist denn ein Sinn für Humor geblieben? Du bist ja völlig mit den Nerven runter. Ja, stimmt. Vergiss das Eis und die Poster. Ich will nur eins. Ich rette deine Karriere und du schiebst meine an. Du schreibst einen coolen Artikel über mich, damit das Beauty Susi richtig brummt. Einverstanden? Einverstanden. Nein, Tanja. Ich war zu spät. Gerstin hat unterschrieben. Was ist mit unserer Hilfsaktion für Kerstin? Ja klar, wir sollten die Beiträge trotzdem beiseite legen. Eventuell für Anwaltskosten. Und du bist doch weiterhin dabei? Ja klar, ich habe doch versprochen, dass ich auch was zu dem Geld dazu tue, das dann hängen bleibt. Gut. Stefano und ich, wir machen das auch. Die arme Kerstin. Ich hoffe, sie schafft das. Wir stehen hinter ihr, das hat er sehr gut getan. Ja. Also Tanja, bis dann. Mach's gut, ciao. Was für Geld kriegt denn leicht Kerstin Töppers? Die Pächter der Galerie wollen Fechner die Miete kürzen, wegen Baulärm und Dreck. Und was hat das mit dir zu tun? Weil du meintest, du gibst auch was dazu? Die Miete kann ich ja nicht kürzen, genauso wenig wie Stefan und Tanja. Aber wir haben gesagt, dass wir aus Solidarität alle was draufpacken. Du gibst dein Geld an Kerstin Töppers, also unser Geld, ohne das vorher irgendwie mit mir abzusprechen. Ich dachte, das ist in Ordnung. Du sagst doch immer, dass du Hilfsbereitschaft gut findest. Klar, weißt du was, wir können ja zum Beispiel auch die Ausbildungsversicherung von Laila kündigen und das ganze Geld einfach Kerstin Töppers geben. Oder gibt's denn nicht auch noch ein Sparbuch von Opa, das wir auflösen könnten? Jetzt übertreibt man nicht, ja? Ich übertreibe. Ich übertreibe, soll ich dir mal was sagen? Sag doch seiner Geliebten, dass wir uns das einziehen kann. Das wird die ganze Sache vielleicht viel einfacher machen sag für mal, sie. Sag mal, was ist denn mit dir los, Liebelein? Was los ist? Mein Mann kümmert sich rührend um Kerstin Töppers, weil sie nämlich viel wichtiger ist als seine eigene Familie. Moment mal, das stimmt so nicht. Ich weiß gar nichts mehr und am allerwenigsten weiß ich, zu wem du eigentlich hältst. Komm, 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 wir gehen Kaffee trinken, liebe Leute, komm. Die Zeit ist rum, können Sie bitte zügig weitermachen? Ich hab's eilig. Ich bin schon bei Ihnen.
Da sind Sie ja. Setzen Sie sich ruhig, ich bin gleich fertig. Vielen Dank nochmal, dass Sie mir den Termin so kurzfristig verschafft haben. Ich tue, was ich kann. Ja, ich wäre dann soweit. Gott! Sind Sie wahnsinnig geworden? So kann ich doch nicht vor die Tür! Geschweige denn zur Preisverleihung! Das gibt es nicht! Weißt du, ich habe wirklich nichts dagegen, wenn er anderen hilft. Ja? Aber dieser 100% Einsatz für die Frau, mit der er mich betrogen hat, und das alles hinter meinem Rücken. Ja, ja, der tut weh, das verstehe ich. Ich würde es wirklich liebend gern alles super gelassen sehen, aber ich kann es einfach nicht. Ja, sag mal, Liebelein, wieso fängst du denn jetzt schon wieder an, die Fehler bei dir zu suchen? Weil wir Frauen ja immer an allem schuld sind. Du hast ja wohl das Recht zu verlangen, dass der Raul mal gefälligst ein bisschen sensibler ist. Und weißt du, ich will ihm gar nichts unterstellen. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der er mich hintergeht, das ist mir einfach zu viel. Sag mal, weißt du, wenn ich mich frage, wieso denken die Koop-Mitglieder eigentlich alle, dass Kerstin Töppers Geld braucht? Die hat doch verkauft. Und somit hat sie doch Geld und kann da detmold zu ihrem Mann gehen. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie irgendwo noch andere Schulden. Ja und? Das ist aber doch nicht Rauls Problem. Oder das von der Koop. Ja genau, das sehe ich nämlich auch so. Eigentlich kann sie einem ja leid tun. Ja, der geht jetzt schlecht. Das sieht man ja an. Total fertig. Weißt du, ich will dir ja gar nichts Böses, wirklich. Aber zuerst nimmt sie mir meinen Mann weg. Und jetzt stehen noch alle anderen geschlossen hinter ihr. Weißt du, das waren alles mal meine Freunde. Du fühlst dich in die zweite Reihe gedrängt, ne? Aber Liebelein, glaub mir, das ist nicht so. Der Raul liebt dich. Auch wenn er manchmal Mist baut. Und außerdem, Kerstin Töppers ist sowieso bald weg. Der Thorsten hat mir erzählt, dass die nach Detmold geht. Hallo. Hallo. Na, wie war es bei deinem Empfang? Ach, ganz okay, obwohl so viele Promis da waren. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Willst du was essen? Danke, aber ich verzichte. Ich hatte Wahnsinnsbuffet. Echt? Carpaccio vom Japan-Rind. Ein Eimer voll Kaviar, das war so lecker. Oh, dann kann ich dir nicht mehr mit Pizza kommen. Ich muss gleich noch mal in die Redaktion, aber eine kleine Pause habe ich mir verdient. Wer war denn jetzt alles da? Der Moderator von deiner Lieblingsshow mit seiner neuen Flamme. Aber der ist doch verheiratet. Der traut sich was vor den ganzen Journalisten. Nein, nee, die waren total seriös. Also ich meine, wir sind ja seriöse Journalisten und keine Paparazzi-Geilen. Naja, und war einer von deinen Professoren auch da? Klar. Soll ich den Abwasch eigentlich alleine machen? Oh, entschuldige bitte. Ich bringe den Müll runter, ja? Was kann ich machen? Spring aus dem Fenster. Und unterwegs kannst du in einem Akavia futtern. Was ist denn los? Deine Chefin hat mich voll zusammengefaltet, als du weg warst. Die war kurz davor, mich zu vierteilen. Es ist gut, dass Toni und Susi nichts mitgekriegt haben. Die Hüsken beruhigt sich ganz schnell wieder, glaub mir. Aber ich beruhige mich nicht so schnell. Du stehst sowas von in meiner Schuld. Und mit einem Artikelchen ist es dann nicht getan. Nettie, es tut mir wirklich leid. Du hast echt was gut bei mir. Auf Lebenszeit. Das gibt's doch gar nicht. Ausgerechnet jetzt, wo es so spät ist, will eine Reisegruppe bei uns buchen. Prima. Aber wir können die Reservierung doch nicht annehmen, oder? Wir können nicht, wir müssen. Dürfen wir das überhaupt noch? Noch ist nicht alles verloren. Dafür werde ich sorgen. Und zwar jetzt gleich. Ich mache mir noch schnell zurecht, drück mir die Daumen. Was hast du vor? In Zeiten der Not halten Frauen zusammen. Genau da setze ich an. Ich will sehen, ob Susi Schäfer wirklich so ein großes Herz hat, wie alle behaupten. Tschö, Liebelein, immer wieder gerne. Und weitermachen, meine Herren. Ach, Susi, da bist du ja endlich. Das Handy hast du zu Hause liegen gelassen. Das lernt schon die ganze Zeit. Ja, sicher lernt das schon die ganze Zeit. Das ist Bremen. Die wollen wissen, ob ich das Beauty-Department von dem Hotel nur übernehme, oder nicht? Und bist du dir doch nicht sicher und gehst zu diesem Fischköppen nach Bremen oder bleibst du bei mir und deinen ganzen Freunden? Guck mal, und ich dachte, du übernimmst die Pension aus edlen Motiven. Völlig selbstlos.
Dabei ist das der pure Egoismus, damit ich hier bleibe. Ich habe nur gedacht, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Und Kerstin Töppers, die wollte wirklich verkaufen. Ganz freiwillig. Naja, freiwillig. Die Bank saß ihr im Nacken. Wenn ich nicht den Kredit übernommen hätte, dann wäre alles in der Pension zwangsgepfändet worden. Und da war mein Angebot natürlich die bessere Option für sie. Jerome, Liebelein. Ja, ja, ich hab gesehen, du hast versucht, dreimal anzurufen. Ja, hier in Köln überstürzen sich die Ereignisse, Liebchen. Ja, das pure Leben, wie immer. Ja, ich weiß, du brauchst eine Entscheidung. Weißt du was, Jerome? Die Würfel sind gefallen. Ich gehe dahin, wo in das Herz mich trägt. Und das ist nur mal Köln. Ja, ich weiß, du wirst das verstehen. Wieso hat Katrin den Termin mit Emilio Hall verpasst? Wieso haben Sie nicht für Ersatz gesorgt? Und wieso läuft hier eigentlich alles schief, wenn ich mal einen Augenblick nicht da bin? Ja, Notfall. Katrin hat einen Blinddarmdurchbruch. Ja, sowas soll sie gefälligst in ihrer Freizeit erledigen. Und wieso hat dieser Top-Stylist keine Zeit für mich? Ja, das ist ein Notfall. Alles muss ich selber machen. Wer stört? Ich wollte mich entschuldigen für den Schiefgelaufen. Ja, labern Sie mich nicht voll. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich auf eine Friseurempfehlung von Ihnen gehört habe. Okay, dann setze ich mich jetzt in den Artikel über die Preisverleihung. Die Sache hat natürlich noch ein Nachspiel. Sie haben eine halbe Stunde für Ihren Artikel und danach machen Sie die Kleine fertig. Welche Kleine? Na, diese Friseuse. Aber... Ja, nichts aber. Gucken Sie mich mal an. So kann ich nicht vor die Tür. Meine Anwälte prüfen gerade eine Anzeige wegen Körperverletzung. Und Sie werden mir einen Artikel über diesen Beauty-Susi-Saftladen schreiben, der sich gewaschen hat. Ist das Ihr Ernst? Mein Tödlicher. Ja, aber wenn wir so etwas schreiben, ist das nicht geschäftsschädigend? Wir erfüllen lediglich unsere Journalistenpflicht, wenn wir die Öffentlichkeit darüber aufklären, wo Gefahr für Leib und Leben droht. Hier habe ich schon mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Tragen Sie ruhig dick auf, der Laden gehört geschlossen. Und diese Nettie soll sich schon mal nach einem neuen Beruf umsehen. Ach, zu Ihnen wollte ich gerade. Ja dann, hallo. Hallo. Ich dachte, es wäre ganz gut, wenn wir mal miteinander reden. Susi, wirf mir doch bitte mal das Klebeband hoch. Ja, Thorsten, Liebelein, fang. Danke. Okay.